Wer sich schon das ein oder andere Video auf meinem Kanal angeguckt hat, wie zum Beispiel zu diesem Minis Forum PC, wird wissen, dass ich regelmäßig mal ein HDMI-Signal aufzeichnen muss, um es hier vernünftig wiedergeben zu können. Bisher mache ich das mit meinem Digit Now Recorder oder der hier von Aptek. Die beiden sind ziemlich gleich. HDMI in und HDMI out und ansonsten noch analoge Eingänge. Aufzeichnen können beide Geräte in Full HD. Was jedoch beide nicht können, ist das Aufzeichnen von HDMI-Signalen von DVD-Playern oder von Satellitenreceivern, weil diese mit einem Kopierschutz belegt sind. Man kann das zwar mit so einem Splitter hier umgehen, aber das Umgehen eines Kopierschutzes ist in Deutschland nicht gerade legal. Und da kommt nun dieses Gerät ins Spiel. Es hat einen eingebauten Monitor. Kein Monitor, es ist sogar ein Fernseher. Zusätzlich hat es einen SD-Karten-Slot und die Karte wird auch mitgeliefert. Und einen USB-Eingang, wo man auch noch einen Speicherstick anschließen könnte zum Speichern. USB-C zum Laden und zum Stromversorgen, weil es ist auch ein eingebauter Akku drin. Ein paar Bedientasten und auch hier HDMI in und HDMI out. Und analog in und analog out. Das Ganze mit einem schicken Rahmen. Dabei das Ladekabel und ein Powerlade. Ein HDMI-Kabel. Das Analogkabel und eine Hülle für die SD-Karte. Eine Anleitung und eine Thank-You-Karte. Das Tolle an diesem Monitor, es ist kein Monitor, sondern es ist ein vollwertiger Fernseher, der HDMI-Signale entschlüsselt. Und diese kann man dann wahlweise auf der SD-Karte oder auf dem USB-Stick, den man anschließt, speichern. Aufgenommen wird dabei in Full HD oder in 720p. Das Signal sollte kein PCM oder Dolby-Signal enthalten, sondern einfach nur Joint Stereo. Dann kann man es auf diesem Gerät auch gleich abspielen. Kein Problem hier, das DVD-Signal aufzuzeichnen. Und auch wieder abzuspielen, was mit dem Akkubetrieb eine schöne Sache ist. Ich hatte vorher auch noch ein paar andere Signale aufgezeichnet, vom SkyQ Receiver. Wer also wie früher bei der VHS-Kassette einfach nur das Signal durchschleift, kann hier wunderbar alle seine Filme digitalisieren und auch auf den Computer übertragen. Natürlich können auch Gamer, die ihr Gameplay aufzeichnen wollen, oder einfache PC-Tutorial-Videos damit aufzeichnen, solange ein HDMI-Port da ist. Die Speicherkarte soll 60 GB haben. Wäre ich jetzt vorsichtig, dass die auch wirklich vollständig zur Verfügung stehen. Die Inhalte können dann natürlich von der SD-Karte oder dem USB-Stick auch auf dem PC ausgelesen werden. Geschwindigkeit ins All geschleudert worden. Wenn sie mit einem anderen Atomkern zusammenstoßen. Der Link zu diesem Gerät in der Videobeschreibung.